Moin, moin, Unterlöchen. Willkommen zurück zu Super Mario Bros. Nein. Was ist Super Mario 3D World heißt es, ne? Ja, wir sind top vorbereitet, wie ihr merkt. Ja, heute kurzer Stream, weil unter der Woche und so. Mhm. Aber ich denke mal, 2,45 Minuten Parts schaffen wir heute aufzunehmen. Ja. Und ich habe gerade überlegt, warum wir dort respawned sind, aber jetzt ist mir eingefallen, dass wir haben Leben gefarmt. Leben gefarmt haben, genau. Weil wir unfähig waren. Ja. Ich weiß nicht mehr, wo wir waren. Haben wir das alles schon gemacht? Ich denke, wir hatten nur noch die vorherige bis vor dieser Anhöhe, genau. Bullies in the Lava. Oder so ähnlich. Bullies an der Lavaflut. Entschuldigung, wie kann ich das? Police Lava oder was? Das hört Gott, Zellos, du musst dich beeilen, das ist widerlich. Oh, das ist eines von diesen Dingern, okay. Das Level gibt's auch später, glaube ich, nochmal ein schwieriger. Ja, muss man den Part machen? Nein. Egal, mach einfach mal. Vielleicht kriegen wir dann was, also das ist das Problem bei diesen Mario-Spielen, dass man Sterne suchen muss. Ja, leider nicht. Schade, tatsächlich. Also das ist eigentlich, da habe ich mich so dumm angestellt früher. Mhm. Früher? Immer noch. Das gibt's später, glaube ich, noch schneller, also... Oh, Gott, ich erinnere mich gerade an etwas richtig Widerliches. Ich laufe jetzt rüber. Oder, ach nee, du holst hier noch einen Pilz. Ich hole noch den Pilz hier. Und jetzt. Im Prinzip musst du auch nicht... Ach, jetzt habe ich dich wieder aufgenommen. Oh. Ja, dann trag mich einfach mal ein bisschen. Ich glaube... Was für Elite Smash. Ich muss noch anpassen. Ich weiß nicht, wo die Dinger... Na, hol mal noch nicht. Ah, egal, zu spät. Ich bin gestorben. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich weiß nicht, ob die da spawnen oder in der Mitte. Warte mal bitte kurz. Okay. Aber ist egal. Wir haben ja viele Leben, deswegen sind wir tiefenentspannt. Hier ist nichts. Schön ist ja, den können wir ignorieren. Oh, der verfolgt. Oh, er ist tot. Ich auch. Oh, jetzt gibt's hier Feuerblümchen. Mach dir mal eins, dann kannst du jetzt gleich holen. Oder willst du den Tainuki haben? Nee, ich nehme Feuerblume. Okay. Warte mal kurz. Ja, hier muss man lieber warten. Ich weiß, wir sind professionelle Mario-Spieler. Wir sind immer schnell unter... Oh Gott, was mache ich denn hier für eine Scheiße? Weiß ich nicht. Warte mal, hol mal noch nicht. Wir spielen schlecht. So. Ich kriege ihn nicht kaputt. Okay, warten mit einsammeln. Ich stelle mich hier hin und... jetzt. Und ich folge dir einfach. Das hast du nicht aufsammelst, sammel ich. Mit Stern. Wunderschön, mit Stern. Okay, wir warten mal noch eine Runde, wir sind ganz entspannt. Jetzt gehen wir hier mal los. Jetzt sind wir unentspannt. Okay, das war jetzt der erste Stern. Ne? Wir gucken mal hier, was das Mäuschen hier sagt. Oh Gott, das wird widerlich. Oh Gott, okay. Es gibt, ich habe mal übrigens geguckt, Zellos, wie viele Spezialwelten es so gibt. Also du musst damit rechnen, dass wir noch ungefähr so 5 komplette Welten machen müssen. Okay. Ich dachte, was ist denn heute los? Und also, Respekt, Barry. Also ich lass dich nicht aufnehmen von mir. Ja, okay. Ich glaube, da kann man auch rausspringen. Ich glaube, die Wahl habe ich gar nicht. Doch, ich glaube, du kannst... Das sieht doch professionell aus, was wir hier machen. Ich glaube, warte mal, ich will dich einmal... Töte den mal. Ich wollte dich mal hochnehmen und dann probier mal, ob du abspringen kannst. Ja. Ja. Gut. Nutze diese Funktion weise. Barry. Oh, Barry, nice. Okay, das müssen wir nicht mehr einsammeln. Den haben wir eh schon. Das ist das Gute, weil es gespeichert ist. Das heißt... Ja. So. Oh Gott, das ist auch ein Level. Lass mal lieber noch eine Runde warten. Ja. Aber jetzt, wenn die nächste kommt. Das ist auch so ein Level, wenn man das zu zweit spielt. Was machst du da? Oh, gemein. Ja, ich wollte den eigentlich schnell weghauen, damit er uns nicht verfolgt, weißt du? Und ich spring... Oder, du springst du? Okay. Oh, Hilfe! Keine Kontrolle! Du bist aber RIP jetzt. Und ich auch. Oh, ich lebe noch. Du lebst sogar noch. Nicht schlecht. Ja, kannst du mal sehen. Ja, ich bin nicht so gut wie du, das merkt man schon. Oh, deine Bubble ist gerade ein bisschen behindernd. Ja, ich bin ja weg. Da ist Bonus, das müssen wir holen. Los geht's. Bonus! Ich wollte schon sagen, ich und meine Bubble halt. Okay, das war jetzt... Das an, Alter. Das haben wir ziemlich gut gemacht. Das war richtig optimiert, war das. Okay. Warten, jetzt. Vielleicht ist es ja auch sinnvoller, nicht zu sprinten, außer wenn wir in der schwereren Version davon sind. Mhm. Wir haben keinen Grund dazu beeilen. Wir wissen auch, wo der dritte Stern ist. Haben wir den... Ach, warte mal, ich muss mein Gesicht mal weiter nach rechts machen. Ich sehe nicht, ob wir das Puzzleteil haben, aber haben wir, ne? Ja.
Doch haben wir eigentlich. Also jetzt Sticker. Den Stimmt. Sticker, Digga. Sticker, Digga, Digga, Alter, Digga. Oh Gott. Ich lese gleich, was du geschrieben hast, Affenzocker. Wir müssen hier gerade. So, dann stört er nicht. Die Blumenwelt, welche ist das? Ist das eine Spezialwelt, ne? Das ist eine Spezialwelt, glaube ich. Es gibt, ja, glaube ich, die Blumenwelt, die Toadwelt. Ich habe nochmal nachgeguckt. Irgendwie vier Spezialwelten. So, hier müssen wir schnell rüber. Ich frage es nacheinander oder? Ja. Ja, geht zusammen. Guck, dass ich den loswerde hier. So, hier war irgendwo der Stempel. Ja, ich warte schon auf dich. Ne, den Stempel haben wir schon. Wir brauchen noch. Den dritten Stern, Entschuldigung. Kannst du den holen? Ja, den hol ich. Ach, scheiße, ich habe nicht aufgepasst. Alles gut. So, jetzt warten wir. Pass aber auf hier. Ja. Und jetzt. Ja, wunderschön, wunderschön. Au! Es wird nur noch die goldene Flagge, Igitt. Die Flagge. Ja, die kriegen wir auch hin. Hoffentlich. Die Typen werden jetzt noch ein bisschen fies hier. Ich probiere mir gerade mal so ein bisschen abzugewöhnen, immer genau da zu laufen, wo Zellers läuft, weil ich glaube, das führt zu vielen Toten, weil man dann nicht mehr weiß, wer man ist. Richtig, ja. Ich bin gleich wieder respawned. Ich wollte gerade sagen, beleb dich bloß wieder, ich sterbe gerade. Ja. Kann ich mich irgendwie schneller wiederbeleben? Ich stalle hier mal ein bisschen. Nennen wir stallen. Lass mal auf andere Seiten gehen. Ja, das ist ein bisschen anstrengend. Um nicht zu sagen belastend. Diese Dinger, Alter. Ich schwör. Ja, da müssen wir uns irgendwas überlegen. Nein, das nicht. Das nicht. Nee. Warten, warten. Okay, dann gehe ich halt hier. Warte, ich kill den einfach mal. Vielleicht müssen wir Arschbomben machen. Ja, ich würde auch mal Arschbomben versuchen hier. Ich kann eigentlich direkt, wenn das Ding geht. Ja, ja. Ich muss übrigens ein bisschen korrigieren, weil ich merke, manchmal overshoot ich hier mit Luigi hier. Also ja, zu weit. Ich sag's mal so, es gibt Level, da kannst du machen, was du willst. Und es gibt Level, da musst du dich koordinieren. Und es gibt Level, da musst du vorsichtig spielen. Und das hier ist ein Level, da musst du vorsichtig spielen. Koordinieren auch, aber... Der X-Nor fragt, ob wir das online spielen können. Ob man das online spielen kann. Wir spielen das gerade online. Ja, richtig. Überraschend gut, tatsächlich. Ach, hast du Stream auch an? Wusste ich gar nicht. Ja. Ah, schön. Macht damit unser Kanal schön aktiv bleibt. Und ja, das ist auch sinnig. Damit wir auch eines Tages wirklich Gentle Coins haben und man die ausgeben kann, um uns sadistisch hier sterben zu lassen oder so. Okay, ich habe keine Ahnung, wieso das so schwer war. Ich hab das eigentlich jetzt relativ einfach in Erinnerung. Ja, das Schwierige ist, ja, ich würde mal. Ich weiß nicht, ob es sogar mehr ist. Komm es! Ja, also, lass immer probieren, dass einer in der Mitte bleibt und einer außen vielleicht. Dann haben wir über die Sicherheit. Ah, gut, das geht natürlich so, nicht, wenn beide einfach folgen. Einer weniger. Ja, also der Online-Modus des Spiels funktioniert hervorragend. Allerdings besitzen wir hier auch ein sehr gutes Internet mit 1000 Mbit. Also kann das vielleicht auch daran liegen. Also wir beide haben LAN-Anschlüsse und ich habe den Raum mit 1000 Mbit aufgemacht. Also genau. Also ansonsten, jetzt wo das gerade im Chat gefragt wird, ja, wir sprechen über Discord an der Stelle. Richtig. Also es gibt so eine Nintendo-App auch zum Sprechen. Ja. Die soll aber gerüchteweise nicht so... geh du mal vor, du bist Louis, du kannst schnell hochspringen. Ja. Ah, wow, dachte, ich spring drüber gerade, ernsthaft. Ja, also die Nintendo-Apps. Ja. Ich bin da auch eher nicht so begeistert, das stimmt schon, ja. Ich habe die noch nicht mal runtergeladen. Ich glaube, meine Frau, also Tribi Cat, ja, hat die für Splatoon, glaube ich, mal genutzt. Aber ich weiß auch nicht, warum. Verrückt. So. Ich glaube, da konnte man irgendwie sehen, welche Map rankommt oder so. Weil das so schwierig ist bei drei Maps oder einer Map pro Stunde oder wie viele waren es auch immer. Naja. Ja, haben uns nicht mit Ruhm bekleckert, aber das wird jetzt häufiger passieren, weil das Spiel wird jetzt langsam knackig. Es wird auf jeden Fall knackig jetzt inzwischen, aber so an und für sich fand ich, das haben wir doch eigentlich ganz gut gemeistert. Ach, die kleinen bisschen da, das ist ja wurscht. Machen wir locker. Ich glaube, hier ist ein Feuerbruder-Versteck. Ja. Den haben wir sogar schon gemacht, tatsächlich. Ach stimmt, den haben wir zu Ende gemacht. Unsere letzten Aufnahme. Ah, dann kann ich mich zum Beispiel gar nicht mehr erinnern, also. Haben wir die hier schon gemacht? Tatsächlich. Nee, die sind neu. Die sind frisch gerade gespawnt hier. Ich weiß noch, als ich das Spiel damals das erste Mal gespielt habe. Entschuldigung, weil ich so oft husten muss, aber Stimme angeschlagen und so. Als ich das erste Mal gespielt habe, da dachte ich mir, okay, das ist jetzt so typisch japanische Spielstreckung, weil jetzt nochmal so viele Minibosse kommen.
Aber was ich damals nicht wusste, ist, dass noch 4 oder 5 ganze Welten kommen. Ja. Und die werden schwierig. Also ich vielleicht nicht jedes Level, Zusatz, aber... Viel Zusatzzeug vor allen Dingen. Oh, ich bin verstorben. Ja, gute Idee. Bin gleich wieder da. Achso, der hat hier Lava-Dinger. Ich habe mich schon gewundert, warum so wenig Steine da sind. Der hat noch Lava-Dinger beschworen da noch zusätzlich. Ja, nice. Ich versuche mal den Steinfuzzi zu behalten hier. Ich sehe gerade wenig. Ja, nimm den Steinfuzzi mit. Ich muss ihn auch ab und zu wieder runter, damit er sich nicht hier entkugelt. Oder so. Ha, perfekt. Easy peasy lemon squeezy. Wunderschön ist das hier. Dafür wird einen Stern gekriegt. Für die anderen Sterne eben sind wir so aufgestorben. So, ich gönne mir noch mal ein bisschen Wasser, ne? So, für die Stimme. Noah fragt, also nur mal an der Stelle, wir nehmen das jetzt gerade als YouTube, als Aufnahme auf, als Let's Play. Das haben wir jetzt von Anfang an angefangen und sind jetzt, sagen wir mal, relativ weit. Wir wollen das sowieso auch zu zweit jetzt hauptsächlich das ganze Projekt abschließen. Genau. Deshalb, Voice Chat, generell zu sowas wie Smash, von mir aus gerne. Aber zu dieser Aufnahme, zu dieser Geschichte hier lieber nicht, danke. Aber du kannst trotzdem unseren Discord joinen und dann trifft man sich halt eben für Smash oder sowas. Ja, und wenn du das Spiel von Anfang an sehen willst, genau, es sind glaube ich irgendwie 3 Parts oder so schon hochgeladen und alle 3 Tage kommt ein neuer. Achso, der kann jetzt hier Eis spucken. Der kann jetzt hier so ein komisches Feuereis drin spucken. Das ist sein neues Feature. Noah hat's nicht Smash, ansonsten Mario Kart, Splatoon. Denk mal, Splatoon 3 werden wir auch noch irgendwie behaftet werden. Indirekt ja, indirekt. Ich werde, also mit Tweeby wird sich das erholen, dann werde ich es mir wahrscheinlich auch holen, um mit Tweeby was spielen zu können. Uah. Sind wir mal optimistisch, was Splatoon 3 angeht und dass sich da einiges verbessert. Ist ja fast schon koordiniert. Oh, das war jetzt gemein. Ja, das ganze Spiel oder diese Spezialwelt gleich auch, die kommt nach dem Bowser-Kampf, die basiert immer so ein bisschen drauf, ich weiß nicht, ob du das noch so bewusst weißt, Tellos, die basiert immer darauf, dass bisherige Level verschwert nochmal rauskommen. Also nicht alles, aber so das meiste. Also im Remake sozusagen jetzt hier. Ja, also in der Welt hier sind noch ein paar neue Sachen, aber später in diesen Spezialwelten, dann kommt zum Beispiel dieses Musiklevel, wo die Blöcke sind doppelt so schnell und sowas. Das wird die Hölle für uns beide werden, zu zweit. Macht ihr heute noch Splatoon 2 oder so? Nee, wir machen heute wirklich nur das. Also, wenn wir das, der Rikus hat zum Beispiel morgen Nachmittag vor, Smash zu streamen. Ansonsten denke ich mal, wir machen das im Zweitagesrhythmus, vielleicht nochmal warte, was ist morgen? Morgen ist Donnerstag, ne? Morgen ist ich Donnerstag. Ich hab's verloren, ja. Dann kann es auch sein, dass wir vielleicht am Freitag nochmal oder am Sonntag weitermachen mit 3D World. Wir wollen das zeitnah fertig kriegen. Freitag wollte ich eigentlich mit Rikus Yoshi's Island weiter aufnehmen, aber wir können das Samstagvormittag oder Samstagabend machen. Dann macht ruhig, dann haben wir ein bisschen Abwechslung hier. Das ist okay. Ja. Boah, ich hab Angst. Genau, also bei uns gibt es auf jeden Fall genug Videos. Ja, nimm mal das Ding mit. Nimm auch den Stuhl. Ich gucke gerade. Achso, ja, sorry, ich war gerade geistig abwesend und wollte gucken, was hier so ist. Ja, aber das ist jetzt noch nicht so wirklich was Interessantes. Vielleicht noch über dem Teil hier? Ja, also. Nee, ich denke mal, unsere Streams sind relativ abwechslungsreich, weil wir halt auch Singleplayer- und Multiplayer-Streams haben. Und ich denke mal, das ist eine ganz gute Mischung. Ich bin aber auch wirklich happy, dass wir hier an der Stelle hier 3D World zu zweit zocken können. Das ist für mich schon ein Highlight. Das macht auf jeden Fall Bock und ist schön entspannt. Nur Stempelsuchen ist gerade unentspannt. Okay, dachte schon mal, wird hier zerquetscht. Da ist, glaube ich, ein Loch. Ich glaube, ich. Oder? Nee, doch nicht. Warte mal. Nee, hier runterfallen lassen. Ich will mich mal runterfallen lassen. Vielleicht sterbe ich. Ich bleib hier oben, dann kannst du hier safe runter. Ja, mache. Okay, nee, da ist nichts. Okay, ich glaube auch, dass da nichts ist. Achso, was ich noch erzählen wollte, weil Affenzocker irgendwas mit Ninjala, dass Splatoon 3 wie Ninjala ist. Erzähl das nicht, Tweeby, die ist ein riesiger Splatoon-Fan. Here we go. Wow, Vorsicht. Ja, du kannst doch schon drauf gehen, ich will hier so ein bisschen gucken. Ja, ich würde mal hier versuchen, hier. Weil ich find's komisch, dass wir noch gar nichts gefunden haben. Also tatsächlich sind hier nur versteckte Münzen noch gewesen. Geht. Ist das schon das Finallevel? Ich bin gerade ein bisschen... Nein, ich denke nicht. Weil im Finale ist es so ein bisschen ähnlich. Bubble dich sonst einfach. Kann ich das absichtlich machen? Nee. Ich glaube, mit der L-Taste müsste das funktionieren. Ja, ich mag aber nicht. Ich bin aber jetzt da oben. Ich bin oben auf. Krone. Wieso habe ich gedacht, dass Zeller stirbt? Weil ich recht habe. Ja, weil du recht hast, ja. Oh,
Ja, ich hab schon überlegt eigentlich. Das wäre komisch, wenn man die nicht machen müsste. Zwei ist der zweite, ist scheiße. Zweite. Geh mal zurück, geh mal zurück. Wir sind schon fast am Ziel und wir schaffen das sonst zeitlich nicht. Was willst du denn da gucken? Den ersten noch zu finden, natürlich. Okay, ich wüsste nicht wo. Ja, dann suchen wir, ne? Wir müssen das Level eh zweimal machen, das wird zeitlich zu knapp. Vielleicht auch tatsächlich da unten. Oh! Nee. Anscheinend ist das. Oder wir bringen uns nochmal um und fangen von vorne an, dann haben wir auch mehr Zeit. Aber wir können erst noch gucken. Okay. Oder so. Ich bin ganz direkt. Oder wir bringen uns um, okay. Das könnte links hier irgendwie was Verstecktes sein, ja. Also Backseat Gaming ist bei dem Spiel übrigens erlaubt, wenn ihr irgendwo wisst, wo was ist. Wir sind da nicht so, das Spiel ist 7 Jahre alt. Ich fühle mich doch sonst gespoilert. Aber da kann man nicht runter, oder? Ah, doch, kann man schon, aber wahrscheinlich bringt das nichts. Hier? Nee. Waren wir hier? Doch waren wir. Weil da gab's hier... Oh, oh, das wird irgendwas mit Klettern sein, sonst gäbe es hier nicht das Katzenkostüm. Das wird jetzt was mit Klettern sein, ja. Scheiße. Ich kann auch einfach nachgucken, ich habe ja die Mappe, wo alle drinstehen, also... Ja, notfalls machen wir das trotzdem. Da, hier, hier! Oh, ja, ja, ich sehe schon. Kommst du da hin? Nice. Hab's. Ja, aber zur Not habe ich die Mappe, die habe ich damals, damit ihr wisst, was das für eine Mappe ist, noch vor der Let's Player-Zeit von Spielen, wo ich immer mir dachte, der Stern ist in diesem Level, okay, guter Hinweis. Für Spiele, wo ich dachte, dass ich die öfters mal durchspiele, habe ich mir irgendwann mal angefangen, Aufzeichnungen zu machen, wo so diese ganzen Secrets sind, weil ich keinen Bock habe, das immer zu googeln. Auch so von Crash 3 oder so, das ist da auch drin, wo die Edelsteine sind. Oh ja. Und das habe ich dann für dieses Spiel auch irgendwann mal gemacht und... Also nicht selber recherchiert, einfach nur gegoogelt. Ich habe den nebenbei nochmal den Stern nochmal geholt. Ja, ist das schon das Ziel? Ach nee. Oh, das nee, ist nee, das ist nochmal so ein Turm. Ah, ich glaube, hier kommt Bowser auch gleich. Meinst du? Ja. Warte, hier hinten. Okay. Hier? Wow. Ich dachte gerade schon, wieso. Also es passiert jetzt Folgendes. Wir gehen diesen Turm jetzt hoch, dann kommt Bowser, dann laufen wir wieder zurück und gehen in diese Kiste, nachdem wir alle Schlüssel eingesammelt haben. Das ist wichtig, alle Gegner hier zu töten. Weil sonst behindern die uns später. Und gucken, ob hier irgendwas ist. Wir müssen diesen exakten Weg dann wieder zurückgehen und wir sehen wegen der Kamera wahrscheinlich überhaupt nichts. Ich warte immer ein bisschen, damit du hier... Oh Gott. Ja, ich töte! Kann das töten, sobald er wieder weg ist. Hier. Töten! Töten! Ike, töten! Idiot. Ich gebe mir mal ein Item. Ja, ich habe ja mal hier den auch mal geschnappt. Warte mal kurz. Ja, lass ihn rübergehen. Sehr schön. Ich glaube nämlich, hier war irgendwas mit einer Wand, aber ganz sicher bin ich mir nicht mehr. Ach, der kommt da, doch den da. Dafür brauchen wir den Puschel, glaube ich. Und nee, du kannst mit dem Tanuki auch machen. Mach nochmal. Hey. Wie auch immer ich da durchgekommen bin, ist mir ein Rätsel. Du kannst beim Brücken kannst du. Ja, genau so. Einfach okay, aber die Frage aller Fragen ist, und da stelle ich mich jeden Tag: Wo ist der Stempel? Wo ist der Sinn des Lebens? Nee, das ist logisch. Das ist Mario-Spiel. Dann kommt Bowser, wenn wir die berühren. Warte noch kurz. Egal. Oder Fuzzies. Oder kein Bowser. Lauf, Barry! Ja, deswegen ist es wichtig, die Gegner vorher zu töten. Ja, wenn du irgendwo noch irgendwas Stempeliges oder so siehst. Ja, ich gucke immer wieder. Dann opfere ich mich notfalls. Ja, ich sehe aber nichts. Kann nicht sagen, dass ich da irgendwas sehe. Verfolgt es uns hierhin auch noch? Nee. Na, das war jetzt interessant. Oh, tatsächlich, hoppala. The Fog, der Nebel des Grauens. Oh mein Gott. Ja, wir haben eine Stimme verpasst. Ah, wo muss er da gewesen sein? Vielleicht hier oben? Oh ja, tatsächlich. Könnte ja sein. Er hilft nichts. Wir müssen eh nochmal rein. Warte, ich schnapp dich mal. Was hast du vor? Und dann schmeiß ich dich da mal hoch. Und dann? Da ist aber eine Wand, da komme ich nicht hoch. Ah, da geht's nicht hoch. Okay. Wir müssen nochmal rein und Stempel pro Pempel. Ich bin aber wenigstens happy, dass wir den ersten gefunden haben, weil den habe ich mir... Affenzocker, weißt du, wo der Stempel ist? Wo ist er denn? Mann, oh. Roberto kam eben nicht da. Hat uns ab und zu auch mal wieder angelogen. Ja, Stempel. Stempel. Boah, was soll der sein?
Also ich habe wirklich überhaupt gar keine Ahnung. Guck mal, ob es überhaupt da drin einen Stempel gibt. Ja. Den gibt's da, scheiße. Ich kann kurz mal googeln, soll ich? Ich habe nämlich keinen Dunst. Ja, ich würde tatsächlich nochmal auf normale Suche gehen. Okay, wenn du willst. Wirklich nicht, wenn wir das noch nicht finden. Weil ich habe so keinen Ansichtspunkt, wo da was, also... Mhm. Aber du hast ja auch wenig Möglichkeit durch diese ganze Scroll-Scheiße. Mhm. So. Ich gucke auch schon von der Ferne, ob wir da irgendeinen Spaß sehen, aber nee. Ach, Affensocker, jetzt sind wir aber enttäuscht von dir. Nee, hier unten, ne, da... Nee, da geht's in den Tod. Ich würde die Kamera gerne drehen, das geht hier leider nicht. Ja. Ich hab eine Vermutung. Ich würde einfach mal Wandsprünge hier unten machen. Ich habe eh keine Suit oder irgendwas. Was hast du denn vor mit dem Wandsprung? Ja, hier runter, sliden, jump. Jump. Okay, hier gibt's tatsächlich nichts. Ich hätte eigentlich gehofft, dass ich durch einen Wandsprung zufällig irgendwie einen Stempel sammle. Aber hier unten ist nichts. Hier ist noch ein Kätzchen für dich. Ja. Miau. Aber hier ist aber auch wirklich keinerlei Anhaltspunkt. Ich nehme die zweite mit, damit wir welche haben. Kann man hier vielleicht hochklettern? Aber da ist ja auch nichts. Wir allgemein mal hoch und dann würde ich einfach mal gucken, dass ich hier hoch. Obwohl, nee, da war ja. Ja, genau, da. Nee, da geht's glaube ich tatsächlich. Geh mal nach links erst. Hier, also erst nach links. Ja. Warte, ich. Okay. Okay, da komme ich nur als Katze hin, ne? Komme ich auch. Ich glaube, da ist auch nichts Interessantes tatsächlich. Ich will mal gucken. Komm mal mit. Ja. Oh, ich kann da ist eine Wolke da oben. Echt? Boah, ja. Wie fies. Das war ekelhaft. Warte, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Willst du da hinspringen? Mach. Ich will cheesen. Zeros cheese. Nice. Okay, denk dran, wir müssen die ganzen Gegner töten. Ja. Zum Glück geht's ein bisschen leichter. Wir müssen nicht auf die draufspringen wenigstens. Wah, die schon wegkrallen hier. Wegmounzen. Wunderschön. Achtung. Oh, das war knapp. Ich glaube, man kann die auch nicht katzen, wenn die gelb sind. Also. Nee, die sind unverwundbar. Ich glaube, er ist auf einer ersten auf der ersten Wolke über dem Stern. Ja, natürlich. Danke, Affenzocker. Danke. Miau. Kann ich weg, man kann, aber wenn man schlau ist, aber wir waren dumm, auch den ersten ganz am Ende einsammeln, dann hat man gar keinen Stress. Stimmt. So, jetzt kommen die bösen. Aber Kicke schlau wieder. Sind wir ja nicht, von daher. Nein, wir sind nicht schlau. Das war ja davon auszugehen, dass wir eigentlich. Wir sind Katzen. Wir sind nicht die schlauesten Viecher. Ey, Katzen sind cool, ja. Ja. Und trotzdem leben. Oh. Also, das ist so eine böse Stelle, wenn man hier Katze ist, tatsächlich, finde ich. Ja, du musst die. Fuck, oh, ich hasse das. Wo bist du? Achso, tot. Das sieht so niedlich aus, wenn man so langsam läuft. Ich bin Teil des Nebels. So, easy. Ah ja, haben wir eh schon. Luigi Power! Ja, man merkt, es wird langsam ein bisschen kniffliger, ne? Also. Mhm. Ja, das war aber auch fies versteckt, ne? Ich habe auch nicht drauf geachtet beim ersten Mal, dass da irgendwie eine olle Wolke drüber ist. Ja, die haben wir aber auch nicht. Wie hast du die denn jetzt überhaupt gesehen? Die habe ich auch nur bei der Kamerafahrt gesehen, wo ein bisschen über dir war, also die Kamera. Und dass da irgendwie so irgendwas Weißes ist, habe ich gedacht, ah, das muss so eine versteckte Wolke sein. Ach so, zu den Stempeln habe ich übrigens auch noch was gelesen. Hm. Du kriegst auch einen Stempel dafür, dass du mit jedem Charakter jedes Level gemacht hast. Also werden wir einige Stempel, also die Charakterstempel gar nicht kriegen. Ich denke, die Charakterstempel aber die brauchen wir auch nicht. Uns ja. Ja. Machen wir ein bisschen entspannen zwischendurch. Ja, machen wir mal die Röhre. Ich glaube, das war sogar Captain Toad, oder? Weil das nächste Level wird eins der widerlichsten des Spiels, um dich schon mal vorzuwarnen. Yay! Da brauchen wir unbedingt einen Tainuki-Anzug, sonst wird das belastend. Oh, wobei, du bist Luigi, für dich könnte das entspannt werden. Für mich als Mario ist halt scheiße. Mhm. Aber erstmal Captain Toad, danach können wir immer noch die belastenden Level spielen. Captain Toad! Oh Gott. So. Okay. Also einer ist ja hier, das ist ja... Ja, ich richte mich auf jeden Fall nach deiner Kamera. Das ist sehr liebenswürdig. Ja. Ich probiere sie einigermaßen erträglich zu steuern. Ja, und das mal auf jeden Fall von oben ran. Ich gehe schon mal vor. Captain, ich gehe vor. Aber pass auf, es ist gefährlich. Macht er und geht fast da voll rein. Didi, didi, didi. Hä?
Ach, da kann man rein. Da kann man rein, da ah. Hinten. Hier meinst du, ne? Jo. Geht jetzt auch nach oben? Du den Wump hochnehmen, ja. Okay. Ich probiere die Kamera mal für dich so zu machen, dass du mir folgen kannst. Ist gut, ist gut. So, ich hole mir den Stern da hinten, dann kannst du schon mal da weiter. Ja, der geht im Moment runter. Ja, da warten wir lieber ein bisschen. Oh, das ist so schön entspannt. Ja. So, jetzt auf den Wump. Oh, boah, so knapp. Was machst du? Okay, bin unten, scheiß drauf. Soll ich spielen und du guckst zu? Du kriegst das hin, ich glaube an dich. Ich laufe blind. Bin blind Let's Player jetzt inzwischen. Oh Gott. wie viele muss ich noch holen? Den einen hier müsstest du vielleicht holen, das wäre ganz cool. Ja. Oh, ist das widerlich. Wie widerlich. Wie widerlich. Wie kriege ich den denn, hä? Ach so, wenn man da ganz oben ist, kann man runterfallen. Stimmt. Bist du schon wieder bei mir? Nee, doch. Ich bin unter dir, Anakin. Jetzt muss man natürlich ein bisschen sprinten, mein Gutster. Sehr gut, dass es keine Sprinttaste gibt. Doch, gibt es tatsächlich, glaube ich. Echt? Nee, ich meine, man kann hier nur ganz normal laufen. Der Captain Toady. Ah, das Spiel. Das kann man, glaube ich, auch im Koop mittlerweile durchspielen. Müsste man eigentlich auch irgendwann mal machen. Ich meine, ob das Online-Koop oder nur lokal? Da hast du einen Punkt. Punkt an Zellers. Weil ich glaube, das geht tatsächlich. Nee, ich glaube, das hat nur Offline-Koop. Also Captain Toad. Schade eigentlich. Tschüss, Captain Toad. Aber die haben ja jetzt so neue Server-Dinger gekauft und haben jetzt auch Leute eingestellt für Online-Gameplay. Vielleicht werden die zukünftigen Spieler, ja. Spiele das besser. Das habe ich auch mitbekommen und ich habe insgeheim die Hoffnung, dass es auch ein bisschen besser wird vom Matching und alles. Wird. Okay, Zellos. Oder wollen wir erst das nicht nervigste Level der Welt? Ja, nehmen wir das Aquarium erstmal. Ja, wobei, nee, lass uns das nehmen. Es kann sein, dass wir hierfür länger brauchen, wenn ich so auf die Partlänge gucke. Okay. In diesem Level ist es wichtig, einen Tainuki zu haben. Du bist Luigi, du hast einen Vorteil mir gegenüber. Ja, weil das sind so richtig widerliche Plattformen, die sich drehen und das ist eins der. Auf jeden Fall der 10 widerlichsten Level. Halt hier hinten. Ah, nee, da ist nichts. Ich wollte gerade gucken, eigentlich, ob da hinter uns irgendwas ist, so eine Plattform. Oh Gott, ich hasse dieses Level so sehr. Ich erinnere mich noch, wie ich das letzte Mal im Stream gespielt habe, vor, ich glaube, 3 Jahren oder. Oh Gott. Ich guck mal geschwind, ob da unten irgendwie ein Power-Up ist. Oh, Ein Boomi. Nimm den mal. Wofür eigentlich? Wofür? Und bleib erstmal stehen, weil die Lava kommt gleich wieder. Ja. Also der Anfang des Levels ist noch okay, aber dann nachher erstmal auf sich bewegende Plattformen. Ja. Was machst du? Ich finde die Tiefenwahrnehmung, das ist das alte leidige Thema ein bisschen. Ja, stell dich wieder hoch, glaube ich. Also hier in dem Part, das ist ein Level, da muss man unfassbar ruhig bleiben, weil sonst müsst ihr sehr oft sterben. So. Da unten entlang. Noch habe ich nichts Verdächtiges gesehen. Ich würde auch noch nicht. War. Ja. Heiß. Okay, aber da ist auf jeden Fall ein Stern. Wo? Hast du einen gesehen? Da hier rechts neben dem. Ja, wir brauchen den Boomerang oder den. Ah, warte mal, warte. Ah, warte, ich respawne und dann. Du kannst dich entweder umbringen oder wir opfern das Item, was wir gleich brauchen. Ich mach Suizid-Jump. Okay. Nein, Luigi! Luigi! Suizid-Jump, Alter. Works all the time. Ja, scheiße, die Lava. Oh, geh zurück, komplett zurück. Ich hab's gewusst. Ja. Egal, wir haben den Stern, das ist wichtig. Die grünen Plattformen sind safe, alles andere. Jeder muss mal sterben, Zellos, aber niemand kann behaupten, die grünen Sterne zu haben. Oh, ich mag das nicht, dass ich so viel Speed habe dann mit. Du da musst hier tatsächlich extrem langsam spielen in dem Level. Das ist sehr wichtig, also. Wow. Hä, wo ist denn unser Dings hin? Was denn? Wir hatten eben noch einen Tainuki-Anzug. Den habe ich nicht benutzt. Ah doch, der ist noch da. Okay. Der ist noch da. Frage, sind wir hier sicher oder? Ich glaube nur auf den grünen Plattformen, Nur bei der grünen, Okay. Mario! Willst du auch so einen Boomerang haben oder eher nicht? Nee, ich bin erstmal als Standard-Luigi. Ich mag meinen grünen. Hier sind wir sicher. Wir müssen den Tipp auf jeden Fall. Oh, der Fuck. Tiefenwahrnehmung. Ja, alles gut. Ganz entspannt, ruhig bleiben, das ist das A und O hier bei dem Level. Und vorausschauendes Spiel. Ich glaube, ich habe da rechts was übersehen, vielleicht. Ich glaube, da rechts war sogar was. So, wir müssen
Noch nicht den Stern holen. Wir müssen noch nicht den Stern holen. Wir müssen erst diese Typis hier loswerden. Oh Mann, ey. Ruhig bleiben. So. Ja, du hast einen Bubahang, du musst jetzt da runtergehen und den töten. Weil wir gleich. Weil da bestimmt ein Ding spawnt. Ach, okay. Aber warte erstmal, vielleicht spawnt da keins. Dann kann ich mich notfalls auch umbringen. Ja. Ich sammle ein. Du sammelst ein, ich hau die Typen weg. Hol die anderen beiden schnell. Ja. Sauber, nice. Gut. Ja. Es sah nicht schön aus, aber. Wir haben es irgendwie hingebracht. Scheiß was drauf. Das haben sie auch schön gemacht hier mit den Viechern. In dem Level würde ich es auch extrem nice finden, wenn wir das nicht zweimal spielen müssen, aber bei dem Stempel ist halt so die Sache. Stempel ist, glaube ich, ein bisschen knifflig. Ich glaube aber, diese Bumerang, Bruder-Gedöns, das wird uns, glaube ich, wir werden das die ganze Zeit brauchen. Ich glaube, da rechts muss man auch vielleicht nochmal extra hin. Ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Ja. Es ist ja kein Speedrun. Wir können ja relativ entspannt im Prinzip durch. Oh, da unten ist der Stempel. Nice. Ja, jetzt habe ich dafür umgebracht, leider. Oh. Zellers im Büro. Ich habe den Stempel. Ich habe mich dafür umgebracht. Du wärst ein sehr guter Beamter, Zellers. Ja, bleib lieber dort. Oder versuch auf die andere. Ja, da bist du safe. Naja, einigermaßen. Das ist aber auch ein richtiges Dreckslevel. Ich hasse das auch mit den Knochentrocken hier. Nimm du den Boomerang. Schnell. Ja. On my way. Wir werden sterben, ist egal. Oh Gott. Da, du gehst schon zu weit, glaube ich. Soll ich nochmal zurück? Ja, geh nochmal zurück. Ja, spring da mal hin. Ah, diese Verzögerung durch das Ding. Aber da unten rechts musst du auch hin, glaube ich. Recht zügig. Ja, bleib da. Ja, ich werde sterben, ist egal. Ich bin da. Lebensversicherung. Das ist aber auch ein echt ein richtiges Scheiß-Level. Richtiges, fieses Level ist das. Oh, Alter. Aber okay. Wenn das gleich kommt, was ich denke, was kommt, dann wird es noch viel widerlicher, Zellers, um dich zu beruhigen. Sehr schön. Vielleicht ist es auch noch ein anderes Level, was ich denke. Und tot. Oh, andere. Warte. Ja, wobei, ich will eigentlich... Ich bin mit meinen Adleraugen hier unterwegs. Die Lava steigt immer noch, habe ich gerade gesehen. Das wusste ich nicht. Aber nicht bis ganz nach oben auf jeden Fall. Okay, ja, das war das Ziel schon. Ja, geh mal ins. Mach du. Okay. Puh. Ja, okay, das war doch nicht das Level, was ich dachte, aber es ist auch ein widerliches Level. Weil das Level, was ich meine, das hat Plattformen, die sich drehen und auf denen muss man drauf stehen bleiben und dann fährt man so einen Lavasee runter. Mhm. Aber trotzdem war es widerlich. Ich glaube, da sind wir uns beide einig. Ja, auf jeden Fall. Ha, Bumerang. Jetzt dafür erstmal eine Abkühlung im Aquarium. Die... Da dachte du läufst dich, Alter. Wir kommen mit 201 jetzt zum finalen Boss. Zu dem finalen Boss zumindest. Dann kommen noch, glaube ich, 4 Welten oder 5. Also, und die sind alle richtig widerlich. Widerlich? Also, das Tempo, was wir jetzt haben, ist ja schon langsamer als am Anfang, weil es schwieriger wird, aber wir werden noch langsamer werden vom Tempo her. Mhm. Also, weil das wirklich. Was ist das Zipfel-Level? Im Reich der Rammer heißt, also sind, glaube ich, diese. Aber ich finde, was ich an diesem Spiel hier so liebe, vielleicht liegt es an irgendeinem, was weiß ich was, aber das ist für mich so eins der mit entspanntesten Mario-Spiele. Ja, tatsächlich. Außer die Spezialwelt gleich, aber. Ja, das ist die werden wir heute eh nicht schaffen. Ja, genau. So, ich versuche noch ein Ding für mich zu kriegen, schwind. Ja, ohne Feuerblume. Nice. Eins. Okay. Das war übrigens nicht chronologisch, null Struktur. genau, töte mal den Dingsbums, wie heißt er denn? Blooper. Blooper, genau. Blooper. Wow, der kam wie ein Torpedo, Alter. Ja, ich war gerade irritiert, weil eigentlich ist man in anderen Mario-Spielen, wenn man auf dem Boden steht, immer sicher vor denen. Deswegen bin ich gerade so total unvorsichtig gelaufen. Schon gefährlich, die Teile hier. Ja, das ist easy. Hier ist auch die Wahrscheinlichkeit, was zu verpassen, relativ hoch. Ja. Aber wir geben uns mal Mühe, dass wir alles so einigermaßen mitnehmen. Mhm. Wir müssen. Okay. Warte mal. Da ist ein Stern. Ja, siehst du. Ich kann mich notfalls opfern, um ihn zu holen. Ja, probier du.
ist das schnell! Okay, hier warten. Dann warten. Du kannst den vielleicht als Großer holen, weil du Damage Boost hast, aber dann verlierst du... Dann verliere ich den Feuerfuzzi. Oh, warten wir mal kurz noch ein bisschen. Oh, Feuerfuzzi. Gaming, nicht schlecht. Und jetzt rüber. Oh, nice. Clean. Okay. Hier könnte ein Stempel sein, das ist so verdächtig. Nein, zum Glück nicht. Nein. Oder schade nicht. Oh Gott. Oh, ich bin viel zu langsam für die Tür. Ich würde gerne mal eine ganze Runde gehen, weil ich mir vorstellen könnte, dass da unten auch ein Stempel noch ist. Ja, ich ebenso, aber für mich Hilfe! Okay. Ja, dann nimmst du halt den Treffer mit, ist ja. Du kannst auch übrigens auch eine Stampfattacke machen, da bist du schneller unten. True. Au. Oh. Aber da ist nichts. Nur eine Uhr. Eine Uhr ist wichtig. Ja, dann weiß man, wie spät es ist, ne? Ich meine, hier rechts kann man dann trotzdem aber hochschwimmen. Ja, wir sollten die nächste Runde auch noch nehmen, auch wenn das ein bisschen nervtötend ist, aber... Ich gucke auch währenddessen die Viecher, ob die irgendwie was haben. Nee, aber ich glaube, hier ist nichts mehr. Noch eine Runde nach unten mal zur Sicherheit? Ja, geh mal zur Sicherheit runter. Nee, du kannst ja in die Röhre gehen, oder wo bist du gerade? Ich bin hier oben links hier. Ja, dann Damage booste ich mich jetzt in die Röhre. Ja, vielleicht schaffst du es auch so. Nee. Ah, schade. Aber ist okay. Na! Oh. Ich liebe das Geräusch von Luigi, wenn er stirbt unter Wasser. Einfach Punkt. Hier war irgendwas in dem Wasser. Man kann nicht nach hinten laufen, auf jeden Fall. Wir sollten auf jeden Fall alle diese Dinger töten und auf den Stampfattacken da überall machen. Was hat's mit dem Koopa auf sich? Ich glaube, der ist dafür da, um die zu töten. Ah, aber. Aber die kriegen wir auch ohne den Tod eigentlich. Geht nur mit dem Shell wahrscheinlich ein bisschen schneller. Ja, mache ich gleich einen Double Shell Jump drauf und dann. Hast ja Übung drin. Genau. Lass mal hier nach unten. Oh, Geld. Ich glaube in einem dieser Dinger. Oh ja, stimmt. Weil sonst wäre das hier nicht, wenn hier nichts wäre. Ich mach den da oben. Und unten rechts müssen wir gleich auch nochmal gucken. Ich kann nicht. Oh, das ist so weit entfernt, ja. Okay, unten rechts ist noch. Ja. Vielleicht ist da noch was. Weil wieso soll das sonst hier sein? Mach da mal überall eine oder auf der Insel nochmal gleich eine Stampfattacke. Da ist nix. Dann auf der Insel nochmal den. Noch hier drüben. Okay, ja. Komisch. Alle Münzen vielleicht einsammeln? Vielleicht oben bei der Röhre, aber ich wüsste nicht, wie wir da hochkommen jetzt. Wir haben ja keine. Oh, mal noch die letzte Münze. Also hier war irgendwas, da bin ich mir relativ sicher. Komm mal hier hin, ob hier noch Münzen sind, die wir vielleicht nicht geholt haben. Bin mir relativ sicher, dass in dem See hier was war, aber vielleicht täusche ich mich auch. Okay. Ich sehe da nichts. Das ist halt so verdächtig, weißt du, irgendwie. Ja, natürlich. Kann man hier hoch? Nee. Ich würde aber mal vermuten tatsächlich, dass man da hoch kann, aber... Ja gut, die Zeit spricht gegen uns. Nee, leider nicht. Ich fürchte, hier müssen wir eh nochmal rein. Wir werden nicht nochmal zwei Sachen finden, außer wenn wir jetzt eine Uhr finden. Okay, aufpassen auf den Blubber. Ah, hier ist bestimmt einer, oder? Ui. Kann mir auch vorstellen. Ich hänge fest. Da ist wohl nichts Interessantes. Ich tue immer mal wieder hier links, rechts. Ah, ich sehe was. Wir brauchen aber einen Stern dafür, glaube ich. Meinst du? Oder eine Feuerblume. Ach, scheiße. Ah, fuck. Aber notfalls bring dich um. Wir haben aber keine Feuerblume, also so oder so. Ja, vielleicht kriegen wir die ja noch. Weil der Checkpoint ist ja ein bisschen her, da ist ja bei diesem See. Ja, wir können es gerne versuchen. Also. Ja. Ja, das versuchen können wir nicht. Ich sehe da eher schwarz, aber. Weil wir sind ja direkt hier. Können wir die Koopa Shell mitnehmen? Ist jetzt gerade meine Frage, by the way. Dann musst du dich aber beeilen. Okay, können wir nicht. Nee, wir müssen das Level eh nochmal machen. Wir brauchen eine Feuerblume. Wir können höchstens gleich versuchen, mit einem Tainuki da in diese Röhre reinzudingsen. Wir müssen es so oder so nochmal machen. Außer wir finden zufällig jetzt eine Feuerblume. Aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Ist schon sehr gemein hier, das Thema. Ich bin tot. Bring dich nicht um. Da ist, glaube ich, nichts. Aber da kannst du dich schützen.
Leider nichts. Oh. Ich habe meinen Damage Boost mitgenommen, falls du stirbst. Ja, gute Entscheidung. Ja, gute Entscheidung. Vielleicht gibt's oben nochmal irgendwas. Naja, wir müssen da fürchtig nochmal rein. Achtung, Achtung, Achtung! Autschi. Und hier könnte der Stempel sein. Oder das Ziel. Ich glaube eher das Ziel. Ja! Oh, das ist gemein auf jeden Fall. Da brauchen wir jetzt hier eine. Oh! Oh, wie? Da ist nichts drin. Ja, wir müssen ja eh nochmal rein. Hier ist eine Feuerblume, aber wir können nicht zurück. Ja, doch, können wir. Doch? Da musst du aber mich schützen. Ja, ich mach den Meat Shield. Ja, zu spät. Und schon ist vorbei. Gut gemacht. Ja, es war aber vorhersehbar, dass wir hier nochmal rein müssen. Ich weiß, du bist nicht begeistert, aber es hilft nichts. Nee, es dauert viel zu lang, das Level. Ja, wir brauchen den Stempel halt auch noch, da haben wir auch noch nicht. Wobei, der könnte hier eventuell sein. Hier irgendwo sein. Das ist aber auch zu zweit ein widerliches. Ich kann mich nicht mehr bewegen, hä? Oh, da ist er. Stempel. Hab ihn. Ja, gut, dann. Feuerblume und dann so schnell wie möglich dahin. Ja. Ja, das wird jetzt aber häufiger vorkommen, Zellos, dass wir Level öfters machen müssen. Kann ja, sogar sein, dass wir manche Level dreimal machen müssen. Ja, du bist Louis, du gehst am besten irgendwie vor. Weil du weiter springen kannst. Muss man geduldig sein wegen den Boys hier. Wow, wow. Also Geduld ist jetzt sowieso spätestens ab jetzt in dem Spiel hier sehr wichtig. Hab's. Weil, wir werden jetzt jedes Level zweimal machen müssen wahrscheinlich, ab jetzt. Muss man natürlich gucken, wo man hier eine Feuerblume herbekommen, ne? Mhm. Mhm. Ja, und man also kann Level nicht abbrechen. Vielleicht sogar am Start von dem Level hier, ich meine ich eigentlich sogar. Ja, und dann müssen wir die halt irgendwie in die Reserve packen. Mhm. Einfach in Reserve packen, bis wir da sind und dann schon. Wenn man da sicher ist, erst benutzen. Nicht 2 Meter vorher, sondern genau dann. Mhm. Und dann, naja. Machen wir das mal, ja. Ich meine, andere Möglichkeit haben wir nicht. Was haben wir denn noch so alles für Upgrade? Okay, den Tanuki haben wir noch.